Servus Leute, wir sind wieder zurück bei Bernd das Brot und die Unmöglichen. So, wir haben letztens im Badzimmer hängen geblieben, da irgendwo in der Statue drinnen, keine Ahnung. Ich habe das jetzt nochmal machen müssen, soweit. Ich schaue jetzt nochmal heraus, ob es noch irgendwo was gibt. Kampflammer. Nochmal schauen. Unnützes, danke, dass ich war. Das Kapitel 3 war Predigt. Dazu finden Sie in dem Buch. Bauchreden. Aufschließen. Schauen wir nochmal, was wir da haben. Do you speak UX Sprachcode? Das haben wir aber schon verloren, Denzi. Das haben wir jetzt alles gebraucht. So, das bringt also nichts mehr. Ja. Sei doch. Bandy! Hallo, Bernd! Ja, ja, ich, aber jetzt müssen wir noch diesen irren Lama. Vielleicht sollte ich einen Fest machen, wenn ich gerade. Okay, ja, ja. Wir machen jetzt. Wir brauchen irgendwie. Schauen wir mal, ob wir da. Nein. 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 Ich hab's gehabt. Ja, das haben wir jetzt schon gemacht. Der ist jetzt offen. Aber wenn wir da jetzt wieder reingehen, haben wir wieder das Problem, dass ich nicht mehr wegkomme. Wahrscheinlich. Eine Art Tür. Auch wenn sie wie ein Tresor aussieht. Scheinbar führt sie in die Lama-Statue hinein. Und da ist auch ein Zeichen drauf. Ja. Dann würde ich sagen, geh in die Lama-Statue hinein. Schauen wir sich das noch einmal an. Höret! Ruhe! Mist, es ist zu laut und zu viel. Ich habe keine Gegenstände mehr und das ist das Komische. Eine Lama-Statue. Jetzt ist das Lustige, dass da nirgends. Ah, mit Leertaste ist das sogar. Keine Ahnung, wie man da jetzt rauskommen soll. So. Déjà-vu, das ist nur das Tagebuch. Ich will nicht wieder laden. Eine Lampe. Ich versteh's nicht. Ich kann da nicht rauszoomen, ich komme nicht mehr weg. Das Blöde ist, wenn wir jetzt wieder laden. Laden halt schön noch einmal. Müssen wir nämlich. Nein, nicht speichern. Müssen wir nämlich wieder alles machen und das ist nervig. Das kann es ja nicht sein. Da ist irgendwo ein Fehler. So, Kapitel 1 durchlesen. Jetzt müssen sich alle schön alle Kapitel durchlesen. Das haben wir eh schon alles gehört. Aber ich hasse das im Let's Play zu zeigen, wenn sowas nicht funktioniert oder eigentlich, aber ja, es geht nicht anders. So, nimm die Schrauben, nimm die Voodoo-Maske. So, dann geh da rüber. Red mit denen, mit deinen Freunden. So, bla bla bla. Nein, danke, Busch. Zack, 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 zack. So, dann machen wir da die Rassel draus. Dann brauchen wir das Magazin noch einmal lesen. So, zur Regentanz. Zack, 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 zack. Perfekt. Dann ab einzeichnen. Ja, mal Regen, Dingsbums, dann Maske, dann Rasseln. Tak, 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 jetzt fängt das Regnen an. Perfekt. So. Dann ist das die Welle. Das weiß ich zufällig jetzt auswendig schon langsam. Welle. So, dann brauchen wir da hier den Holzstock. Passt, jetzt kommen die Freunde daher. Es funktioniert. Jetzt reden wir aber zuerst. Kann ich ihnen nicht irgendwie den Strom abdrehen? Hallo! Ja, ja, aber jetzt müsst ihr vielleicht.
kann man mit Lama Fritz reden. Lama Fritz geht ja voll ab. Kampflama. Hallo, Lieblingssonne. Ich habe jetzt wirklich keine Ahnung, wie ich das da abdrehen soll. Ah, warte mal. Geh noch einmal rein. Haben die Entwickler wieder das System? Höret! Wie genial! Ach Gott, doch, das hätte ich auch kommen können wieder. Das liebevolle Lama vernommen von dem, was passiert ist. Und es macht mich... Freundschaft, Spaß, Bewundern, Traum, ärgerlich. Wütend, denn ich will für mein Volk Welt ohne... Jaks. Ohne... 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 Freundschaft. Hat das liebevolle Lama Freunde. Nochmal. Höret. Ruhe. Ruhe. Viel habe ich. Das liebevolle Lama vernommen von... Und macht mich ärgerlich. Das ist okay. Wütend. Denn mein Traum... Okay. Okay, noch einmal. So, wütend. Mein... Nein, nicht Traum, war ja wieder das Falsche. So, wütend. Das passt nicht, okay. Ärgerlich. Freude, weil überall Kampflamas rumstehen. Nein, ich habe einen anderen. Ich habe einen anderen. Traum. Traum, dass wir unsere Gegensätze überwinden. Dass wir die unterschiedlichen Eigenschaften und Traditionen des anderen, Freundschaft? Spieler, das passt nicht. Nochmal. Wütend, dann. Boah, jetzt weiß ich nicht, wo wir waren. Traum? Bewundern. Denn bewundern. Nur, wenn wir unseren, Traum? Traum begraben. Ja, genau. Okay, doch nicht. So, wütend. Spaß. Traum. Traum bewundert. Denn nur, wenn wir unsere Liebe. Spieler. Okay, dann ist es die Freundschaft jetzt. So, das. Traum. Das. Bewundert. Das. Spieler. Viel wütend, denn wenn wir Erfolg einer Welt ohne Spaß, Freude, weil überall Kampflammers rumschillen, nein, ich habe eine andere Traum, das bewundern, denn nur, wenn wir unseren Traum begraben, ja, genau. Nochmal, höret, viel wütend, denn wenn wir Spaß, weil Traum, bewundern, denn nur wenn wir unseren Ärger Streit begraben und uns die Freundschaft oder Liebe? Freundschaft, ja was? Okay, boah, ist das nervig, wütend. Das ist so raten. Spaß, Traum, Traum da, bewundern, denn nur, wenn wir unseren Ärger, Streit begraben und uns die Liebe reichen. Brechen. Was soll das heißen? Nochmal, höret, wütend. Das ist nervig. Traum begraben, bewundern. Ärger begraben und uns die Freundschaft hat nicht funktioniert. Und uns die Hände reichen werden wir in dieser Welt. Freundschaft oder
macht Spaß. Spaß haben. Auch wenn meine Arme zu kurz sind. Wir können doch als... Wir können das ja halt... Freunde mehr erreichen als, alleine. Die Lamas und die Yaks müssen, müssen... Entweder Freundschaft oder... Spieler, das passt nicht. Höhe, viel... Boah, das war jetzt Spaß dann. Dann war dann waren die... Bewundern. Streit, begraben, unseren Traum... Nein! Höhe, Was war denn das? Wütend. Spaß. Traum. Traum. Bewundern. Denn nur, wenn wir unseren Ärger begraben und uns die Hände reichen werden wir in dieser Welt Spaß haben. Auch wenn meine Arme zu kurz sind. Doch als Freunde, mehr erreichen als allein. Naja. Das kommt immer auf die Freunde an. Die Lamas und die Yaks müssen sich bewundern? Nochmal. Höret. Viel Wüte, denn ich will für mein Volk. Was? Wut. Hör. Viel habe ich. Das liebevolle Lama. Wüte, denn. Weil über. Traum, dass wir uns bewundern. Denn nur, wenn wir, unseren. Traum begraben. Ja. Na, unseren Streit begraben. Viel ich will mir das gleich nummerieren und aufschreiben. Denn weil über Traum, dass wir bewundern. Denn nur Streit begraben. Und uns die Hände reichen. Reichen. Spaß haben. Spaß haben, Freundschaft. Freunde mehr erreichen als allein. Yaks müssen. Die Lamas und Yaks müssen, müssen. Voneinander träumen. Nochmal. So, mir reicht es. Ich muss mir jetzt einen Stift nehmen. So, ich schreibe jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das bedeutet, das ist jetzt die Zahl 5, dass ich die richtige Reihenfolge habe. 5. Boah, jetzt habe ich keinen schreibenden Stift da, oder was? Gibt es mal einen gescheiten Zettel. Das darf es nicht geben, aber es habe ich immer einen Zettel oder einen Block bei mir liegen. Liegt gerade gar nichts. 5. Wüte, denn ich will für mein Volk keine Freude. 2. Weil überall Kampflamas rumstehen. 4. Traum, dass wir unsere Gegensätze überwinden. Bewundern. 3. Denn nur, wenn wir unseren Streit 5. begraben und uns die Hände reichen, das ist 3. werden wir in dieser Welt 2. Spaß haben. Auch wenn doch als Freunde, mehr 1. erreichen als allein. Das kommt immer auf die Freunde an. Die Lamas und die Yaks müssen sich ärgern? Nein, eben nicht. Das ist so. So, 5. 2. 4. 3. 5. 3. 2. Spaß haben. 1. Mehr erreichen als allein. Yaks müssen. Die Lamas und Yaks müssen sich bewundern. So. Höret. Viel. Noch einmal 5. 2. Weil über 4. 3. 5. 3. 2. 1. Spieler. Okay, es ist jetzt das nicht, Ärger ist es nicht, Traum ist es Spaß, probieren wir Spaß nochmal. Denn, weil überall Traum, dass wir unsere Gegend bewundern, denn Streifen, Hände, 3, 2, Spaß, 1, Freunde mehr erreichen als allein. Das kommt immer.
sich vertragen. Das ist noch einmal eins. Zu einer Welt werden, die liebenswert. Sechs. Und ruhig. Achso. Wenn ihr das nicht macht, gibt's Ärger. Los. Fünf. Oh, ich hätte nicht mehr aufschreiben brauchen. Bist du wahnsinnig? Das Lama hat recht. Peace, oh. Peace, love. Das Lama hat gesprochen. Wir waren auf dem falschen Weg. Wir müssen den Jax die Hände reichen. Bandy, du hast es geschafft. Ich weiß nicht mal wie. Guter Plan, sie mit Worten zum Frieden zu bewegen. Schade, ich hätte für Plan B sonst einen kleinen Zerstrahler aus den hier herumliegenden Teilen prügeln können. Naja, aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Busch, hör auf. Auf eine gute Zusammenarbeit. Jack-Lama-Produkte für alle. Und so trat das Jack-Lama-Joint-Venture dem Siegeszug über den Globus an. Mittlerweile sind sie die weltweit führende Marke in Kleidung, Nahrung und Hygieneartikel. Jack Lama, okay, ist genial. Und Jack Lama kann noch so viel mehr. Chili scharf, dass die jetzt Freunde sind. Dank uns, den Unmöglichen. Ehre, wem Ehre gebührt. Die Welt ist um ein paar Feinde ärmer und dafür um einen Großkonzern reicher. Respekt, sag ich mal. Die Produkte sind aus dem Alltag nicht mehr wegzudenken. Prost! Genau. Na, Berndi, schmeckt deine Jack-Lama-Joghurt-Mehlsuppe? Jack-Lama-Joghurt-Mehlsuppe. Ja, meine Jack-Lama-Cola auch. Meine auch. Mit das einer alles dasselbe. Öligen Torfnote. Blöch. Naja, das ist der Preis, den man für den Weltfrieden zahlen muss. Genau. Außerdem ist es langweilig, hier rumzusitzen. Denkt ihr, was ich denke? Dass Jack-Lama-Wollmischgewebe doppelt so viel kratzt und nach alter Salami riecht? Nein, dass in einer Jack-Lama-Welt die Unmöglichen immer noch gebraucht werden. Okay, zweite Geschichte. Oder kommt eine neue Story? Wir zurück! Mist. Ja, Bernd das Brot und die Unmöglichen, Voice Actors, Bernd Jörg Deichgräber, Chili Dunch, Tanja Schumann, ihr lest es jetzt selber durch, ihr könnt es anhalten, so schnell beim Lesen, selber lesen schon, aber nicht vorlesen. Boom Game, ich würde sagen, das war's mit Bernd das Brot und die Unmöglichen, ein geniales Spiel. Es ist mir jetzt am Schluss ein bisschen, boah, ich hätte gedacht, ja, mach's noch ein paar, jetzt gleich dran und so weiter. Danke noch einmal an... wow, jetzt habe ich den Namen vergessen. Entschuldigung, vom Entwicklerstudio. Wurscht, dass sie es mir zur Verfügung gestellt haben. Ich hoffe, es hat euch gefallen, das Spiel. Und es waren wirklich geniale Jokes dabei, die sicher ein, weiß nicht, ein 6-Jähriger vielleicht nicht so kapiert wie ein 20, 25, 30-Jähriger. Sind da einfach Dinge dabei in dem Spiel, wo du dir denkst, ah ja, cool, übersetzt aus dem richtigen Leben. Da ist halt der Redakteur und so weiter, der ist schon ein Wahnsinn, der die Geschichten schreibt. Programmieraufwand war sicher auch nicht einfach mit den ganzen Wirrwarr-Rätseln, was du Deep Silver warst. Da steht es eh jetzt, Deep Silver, danke fürs zur Verfügung stellen. Und ja, es war ein geniales Spiel. Es ist sicher eine für einen, weiß nicht, 6-Jährigen extrem schwer, für einen 25-Jährigen wie mich jetzt auch extrem schwer teilweise gewesen. Und dann ist halt, kommt noch dazu, die ganzen... ja, die Rätsel, was nachher so irgendwie so hinterrücks reinkommt, was halt genial gemacht wird. Bayern wurde es gefördert. Geniales Spiel. Danke noch einmal an Deep Silver. Danke an euch fürs Zusehen. Und ich würde sagen, ich bin raus und wir sehen uns bei einem anderen Let's Play wieder. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, schreibt es in die Kommentare, schreibt es uns hinein, ob ihr es gekauft habt oder nicht. Und ich hoffe, es wird wieder mal ein Let's Play geben mit so einem ähnlichen Stil. Bis dann, tschüss!